Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 mit dem FC Chelsea London. Der 32. Spieltag der Barclays Premier League und zwar müssen wir gegen Swansea City. Ja, das wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel, weil Swansea ist gar nicht so weit weg auf Platz 9 und wir sind momentan auf Platz 1. Und ja, Manchester United ist bis auf 5 Punkte herangekommen mittlerweile, hat allerdings schon 2 Spiele mehr als wir. Das heißt, wenn wir die 2 Spiele gewinnen sollen, dann sind wir wieder bis auf 11 Punkte weg. Und deswegen ist der Sieg gegen Swansea City heute ein richtig wichtiges Stück in Richtung Titel. Gut, wir spielen in Swansea, sehe gerade. Das heißt, wir spielen blau, Swansea in weiß. Tornius haben wir keine an diesem Tag. Gut, kurzen Blick auf die Aufstellung. Ja, wieder komplett umbaut, das übliche Programm, immer hin und her. Weil wir haben ja in 2 Wochen, haben wir ja, glaube ich, das Champions League Halbfinale gegen die Bayern und da muss ich eben auf die Topmannschaft zurückgreifen können. Und bis dahin sollte sich am besten keiner verletzen. Es wäre natürlich eine Katastrophe, wenn sie da wichtiger verletzt. Gut, aber jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir genug gelabert. Schick mir die Teams mal aufwärmen und los geht's. Und damit geht es los. Swansea City empfängt zu Hause den FC Chelsea London. Beide Teams sind natürlich heiß auf die Begegnung. Wunderschönes Fußballwetter sehen wir hier in Swansea City. Das passt natürlich wunderschön zum Spiel. Ja, der FC Chelsea momentan wieder ganz gut drauf. Konnte sie ja ins Champions League Halbfinale vorkämpfen gegen Benfica Lissabon und gegen den AC Mailand. Und in der Liga, da schaut es auch nicht so schlecht aus. Das letzte Spiel hat man auch gewinnen können, souverän. Wie sehen wir es? André Schürrle, ja, davon mal wieder von Anfang an. Die letzten Wochen nicht so überragend drauf gewesen, André Schürrle. Mal schauen, ob er seine Form zurückfindet. Natürlich im Tor Petr Cech, souveräner Torhüter in der Saison. Und hier die beiden Kapitäne. David Luiz mit der Kapitänsbinde, weil John Terry nicht mit angereist ist. Ist nicht ganz fit geworden. Und hier sehen wir die Tabelle. Ja, oben, also der FC Chelsea hat doch schon gut Vorsprung. Also wenn sie wirklich die 2 Spiele gewinnen können, dann sind sie auf ganz gutem Weg, das Ding hier in Richtung Titel zu machen. So, hier sehen wir die Aufstellung von Swansea City. Spielen im 4-2-3-1 System. Also ein Stürmer vorne, relativ defensiv. Und hier natürlich die Aufstellung vom FC Chelsea wieder stark verändert. Vorne Samuel Eto'o mit 13 Saison, natürlich sehr erfolgreicher Torschütze. In der Saison war er mal 3 Monate verletzt leider, deswegen hat er lang gebraucht, bis er wieder in die Form zurückgefunden hat. Gut, und damit geht's los. Swansea City Anstoß. Damit ist der nächste Spieltag geöffnet für den FC Chelsea. Und ich werde natürlich gespannt sein, ob sie hier der FC Chelsea wieder die 3 Punkte sichern kann. Oder ob vielleicht Swansea City so eine kleine Überraschung schafft. Jetzt gibt es ja schon einen Ballbesitz hier von Miku. Miku mit der Chance, aber David Luiz dazwischen souverän gestört, den Stürmer bei Swansea City. Und weiter geht's über Oscar. Oscar weiter zu Willian. Oscar hat ja im letzten Spiel in der Liga einen Wahnsinnstag gehabt. Da hat er 4 Tore gemacht in einem Spiel. War natürlich Man of the Match. Zweiter Befreiungsschlag. Oh, der kommt wieder zurück zu Schürrle, aber der steht im Abseits. Schürrle da klar im Abseits, schauen wir drauf. Oh ja, 2-3 Meter steht André Schürrle hier im Abseits. Richtige Entscheidung vom Unparteiischen. Und damit gibt es Freistoß für Swansea City. Jetzt Freistoß geht bis in die Chelsea-Hälfte, aber David Luiz ist dazwischen. Und der FC Chelsea wieder am Ball über Van Ginkel. Van Ginkel zu Maxwell. Maxwell versucht sie vorbeizuschlängeln, gelingt ihm nicht, aber es gibt Einwurf für den FC Chelsea. Jetzt Einwurf wieder zurück zu Van Ginkel. Raus zu André Schürrle. Schürrle sieht, dass da Oscar startet. Schöner Ball auf Oscar. Der hat Platz. Der hat richtig viel Platz. Zieht jetzt die Mitte. Schließt ab und macht das Ding rein. Oscar in der 8. Minute mit dem 1:0 für den FC Chelsea London. Der FC Chelsea geht in Führung. Oscar, der Torschütze. Klasse, wie er den reingemacht hat. Ich glaube, da wäre der Tor ein bisschen überrascht, dass er von da schießt. Aber hier sehen wir es nochmal. Setzt sie durch. Bringt den Ball ins lange Eck. Der Torwart reagiert ziemlich spät, war wahrscheinlich wirklich ein bisschen überrascht. Und dann steht es hier nach 8 Minuten bereits 1:0 für den FC Chelsea. Das ist ein Start nach Maß für die Gäste. Und jetzt wird natürlich Swansea City ein bisschen offensiver spielen müssen. Sie liegen jetzt bereits nach 8 Minuten zurück. War eigentlich der erste gefährliche Torschuss vom FC Chelsea aufs Tor von Swansea. Und der war auch gleich drin. Wieder mal Oscar. Und damit geht es seine beeindruckende Serie fort. In den letzten 2 Spielen hat er damals jetzt insgesamt schon 5 Tore gemacht. Das ist echt eine beeindruckende Serie. Und jetzt Willian. Willian im Strafraum. Willian aus kleinem Winkel wie Oscar. Aber diesmal hält ihn der Torwart. Und es gibt einen nur für den FC Chelsea. Jetzt Maxwell beim Freistoß. Schürrle läuft, aber wirft erstmal zu Van Ginkel. Van Ginkel
verliert hier beinahe den Ball, aber David Lewis hilft aus. Jetzt Maxwell. Maxwell verliert hier den Ball. Und Swansea, vielleicht ist mal mit dem ersten Angriff. Ja, von Swansea kam bis jetzt offensiv nur gar nichts. Also die haben sich bis jetzt komplett zurückgehalten und auch dieser Angriff verpufft wieder in der Abwehr vom FC Chelsea. Jetzt fangen André Schürrle. Schürrle schickt hier Maxwell. Maxwell, jetzt wieder mit der Chance. Zieht auch in die Mitte. Ähnliche Chance wie Oscar Maxwell. Gut pariert. Gut pariert, aber da kommt jetzt Willi nochmal auf der anderen Seite. Willi mit der Flanke. Da ist Samuel Eto'o, der kommt nicht hin. Jetzt hinten nochmal von Ginkel. Samuel Eto'o verlängert den Kopfball, aber kein Problem für Worm im Tor von Swansea City. 18 Minuten sind rum. Steht immer noch 1:0 für den FC Chelsea. Und ja, die machen momentan auch ein gutes Spiel. Swansea kommt momentan gar nicht nach vorne. Also, die haben noch keinen einzigen annähernden Torschuss gehabt. Jetzt mal ein guter Ball zu Willian. Willian verliert das Kopfballduell. Und Davis holt sich den Ball. Davis wieder gegen Willian. Willian kämpft um den Ball, wird aber dann souverän vorbei getrennt. Aber holt sich den Ball zurück, aber verliert ihn doch wieder. Also, er kämpft jetzt nach hinten mit, aber momentan Swansea City auf direktem Weg in Richtung Chelsea-Tor. Aber Dante ist dazwischen. Dante vor dem Strafraum nimmt er dann dem Gegner den Ball ab. Weiter geht's über Oscar. Oscar raus zu Willian, kommt nicht ran. Weiter zu Davis. Davis setzt sich gegen Matic durch. Jetzt fällt die Chance, aber Dante ist schon wieder da. Dante und jetzt in die Mitte. Oh, gefährlich, aber David Lewis passt gut auf. Aber Swansea steht los. Swansea steht jetzt ziemlich hoch. War mit 4, 5, 6 Spiel, aber dafür gibt es jetzt die Konterchance für André Schürrle, wenn er hier nicht den Ball verloren hätte. Schade, da wäre eine richtig gute Konterchance drin gewesen, weil Swansea war sehr hoch gestanden. Waren, glaube ich, 7 oder 8 Spieler in der Nähe vom Chelsea-Strafraum. Jetzt kommt die Flanke, ja, Peter Cech mit der Faustabwehr. Und dann kommt Schürrle. Schürrle mit dem Konter anscheinend. Jetzt André Schürrle zu Oscar. Oscar wieder zurück zu Schürrle. Jetzt müssen sie ein bisschen warten auf die Mitspieler. Der Ball wieder zurück zu Oscar, aber der setzt sich hier nicht durch. Ne, gegen 3 Spieler ist einer zu viel. Und dann gibt es auch noch Freistoß für den FC Chelsea. Wurde dann anscheinend gefault, Oscar. Jetzt Freistoß aus 28 Metern, natürlich kurz ausgeführt. Jetzt André Schürrle. Schürrle raus aus Maxwell. Maxwell verliert hier wieder beinahe den Ball, aber gibt einen nur für den FC Chelsea. Er sieht momentan wirklich so aus, als würde hier der FC Chelsea das locker nach Hause schaukeln. Weil momentan sind sie wirklich absolut überlegen. Swansea bekommt hier nichts zustande. Jetzt Schürrle, Schürrle schickt der Oscar, Oscar in die Lücke, Oscar nächste Chance vielleicht für ihn, wird da im Strafraum zu Fall gebracht, aber schießt jetzt keine Elfmeter. Und jetzt vielleicht die Konterchance über Dyer, Dyer verfolgt von Schürrle, Schürrle bekommt den Ball hier nicht. Weiter geht's über Miku, Miku weiter zu Dyer und jetzt sieht es aus in Angle Rangel, aber Van Ginkel dazwischen, klasse gemacht und wunderschöne Ball hier zu Schürrle, Schürrle kommt nicht ran. Schürrle kommt leider nicht mehr ran, das wäre eine Top-Konterchance gewesen. In der Mitte waren Oscar und Eto'o mitgelaufen, jetzt geht es aber schon mal auf der anderen Seite weiter, über Dyer. Dyer, Flanke wird geblockt und Kopfball landet direkt bei Matic. Jetzt Matic zu Oscar, Oscar, außen geht William mit. Jetzt können sie vielleicht noch was entwickeln. 37. Minute läuft, vorne wäre Oscar gewesen, aber der hat dann seinen Sprint unterbrochen. Hat William nicht mitbekommen, deswegen wieder Ballbesitz für Swansea City über Miku. Aber dann der Fehlpass direkt in die Beine von Schürrle, Schürrle. Und jetzt startet der Oscar. Ne, da kommt Willian. Komm, gib mir doch den Willian. Mensch, FIFA. Lässt mich einfach den Willian nicht anwählen. Und dann geht's auch schon wieder in die andere Richtung. Jetzt über Pozzule. Weiter zu Miku. Erste Halbzeit neigt sich und dann zu Ende. Und jetzt startet jetzt nur mit Matic. Jetzt vielleicht nochmal eine Chance. Komm, Matic, Matic, Matic. Immer noch am Ball. Verliert ihn jetzt, aber Oscar holt ihn zurück. Oscar zu Maxwell. Maxwell. In die Mitte zu André Schürrle. Schürrle weiter zu Van Ginkel. Van Ginkel zu Samuel Eto'o. Eto'o. Eto'o versucht es, aber verliert den Ball gegen Dyer. Jetzt die bringen den Namen nicht raus. So, Callas. Weiter zu Maxwell. Oscar, vielleicht jetzt die letzte Chance in der ersten Halbzeit. Über Oscar. Oscar, ganz drüben ist William. Ball kommt und der geht zu weit. Der Ball war viel zu weit gespielt von Oscar. Dann gibt es Einwurf für Swansea City. Jetzt Rutledge. Weiter zu Miku. Wieder zurück zu Rutledge. Willian drückt. Willian nimmt ihn den Ball ab. Gibt Einwurf wieder für Swansea City. So, letzte Minute der ersten Halbzeit läuft. Plus die Nachspielzeit daneben noch. Nochmal eine Chance vielleicht für Swansea. Aber Samuel Eto'o kommt hier fast dazwischen. Das wäre richtig gefährlich.
Aber es sieht nicht so aus, als könnte hier noch irgendwas entstehen. Jetzt Britton nochmal am Ball, aber André Schürrle ist dazwischen. Jetzt der Ball nach vorne, wir haben sofort wieder abgefangen. Und jetzt ist die Scherze vorbei. Der FC Chelsea dann führt hoch, verdient mit 1:0 dank Oscar in der 8. Minute. Und ja, gutes Spiel ist es bis jetzt nicht so richtig. Also die beiden Mannschaften tun nur das Nötigste. Hier sieht man nochmal das Tor. Oscar zieht in die Mitte, schließt früh ab. Tor wahrscheinlich ein bisschen überrascht, dass es so früh abgeschlossen hat. Dann Maxwell eine ähnliche Chance, aber hat ihn nicht verwandelt. Dann hier nochmal eine Chance von Samuel Eto'o mit dem Kopfball. Verlängerung, aber auch nichts. Und hier so eine kleine Chance, aber gut pariert von Peter Cech. Hier haben wir ein V-Spiel gesehen und das war's auch schon mit den Höhepunkten aus der ersten Halbzeit. Ja, wir sehen schon, wir haben die deutlich mehr Chancen als Swansea. Ist offensiv nicht stattgefunden und deswegen schauen wir auf die Fitness. Fitness schaut auch noch ganz gut aus. Gut, dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter. So, zweite Halbzeit gelost. Der FC Chelsea zu Gast bei Swansea City. Momentan steht es 1:0 für die Gäste vom FC Chelsea. Und wir werden natürlich gespannt sein, wie sie jetzt die zweite Halbzeit entwickelt. Vielleicht passiert hier noch was. Es steht nur 1:0, das heißt, ein Tor von Swansea und Stunden wird es hier unentschieden stehen und Samuel Eto'o ja schon mit dem richtig bösen Fehlpass. Aber da kommt Eto'o nochmal den Ball zurück. Ist Samuel Eto'o im Strafraum. Verliert den Ball zum Oscar. Oscar mit dem Schuss, aber der wird geblockt. Ja, da waren viel zu viele im Weg. Gut wieder pariert von der Abwehr bei Swansea City. Aber Samuel Eto'o kämpft den Ball wieder zurück. Schön zu Willian und da wird es abgepfiffen, weil Eto'o sich dann den Ball mit unfairen Mitteln erkämpft hat. Aber der Ball ist sofort wieder zurück. Jetzt Samuel Eto'o. Eto'o macht das sehr gut. Setzt sie durch und bringt den Ball zu Willian. Jetzt Willian. Willian will in die Mitte, macht das auch gut, aber dann kommt der dritte Mann. Und da ist der Endstation. Jetzt kommt nur Kallas. Kallas zu Samuel Eto'o. Eto'o in die Mitte zu Schürrle und der kommt auch nicht hin. Also bis jetzt ein bisschen zu wirres Spiel vom FC Chelsea. Jetzt Van Ginkel. Van Ginkel mit der Flanke, da kommt Oscar nicht zum Kopfball. Ein bisschen zu klein. Und jetzt wäre eine Konterchance für Swansea über Miku. Schöner Ball zu Pozzuleo. Aber Maxwell ist sofort wieder dran. Keine Chance für den Stürmer, da irgendwie aufs Tor zu kommen. Jetzt hat ihn Willian. Willian weiter zu Oscar. Oscar zu Eto'o. Eto'o, da geht Schürrle, aber Eto'o verliert den Ball leider. Boah, es ist warm. Kurz noch eben da. Es hat momentan 35 Grad draußen und ich habe keine Klimaanlage hier im Zimmer. Es ist sau warm. Wirklich sauber. Ich habe nicht mal einen Lüfter oder sowas. Es ist einfach sau warm. Das ist so komisch zum Aufnehmen, weil es ist eben so wahnsinnig warm. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie warm es bei euch so war in den letzten Tagen. Vor allem die Pfingstferien. Da ist es so übel warm. So, jetzt geht es aber schon weiter mit dem Spiel. Stunde ist hier schon gespielt. Und Swansea City liegt hier immer noch mit 1:0 zurück. Aber Willian kämpft hier den Ball ran und kriegt zumindest den Freistoß. So, erster Wechsel steht an und zwar kommt Boni für Miku. Boni jetzt für Miku drin, der Top-Torjäger von Swansea City. 10-mal hat er in der Saison schon getroffen und darf jetzt rein nach einer Stunde und soll das Ding hier noch irgendwie retten. Jetzt Boni gegen David Luiz. David Luiz mit viel Wucht und mit Dantes Hilfe holt er sich den Ball und schon geht's wie in die andere Richtung. Über andere Schürrle. Schürrle sieht da Samuel Eto'o. Jetzt könnte mal wieder was entstehen. Samuel Eto'o in der Mitte, in der Mitte. Jawohl, da sieht der Oscar. Schön gespielt. Oscar kriegt den Ball. Oscar, aber dann verspringt ein bisschen der Ball. Oscar da nochmal mit der Flanke wird abgefälscht. Zumindest Eckball. Zumindest holt er nochmal den Eckball raus. Jetzt der Wechsel. De Guzman kommt. Und Pozzuolo kommt raus. So, jetzt Eckball von Willian. Willian, da ist wieder Dante. Dante kommt nicht ran. Jetzt hin mit Van Ginkel, der kommt auch nicht ran. Und vorne steht jetzt Boni alleine. Oh, und da springt einer durch. Maxwell mit dem Fehler. Jetzt gibt es die Chance für Swansea City. Über Boni, aber Boni keine Chance. Oscar ist mit hintergeeilt und holt sie den Ball zurück. Jetzt Kallas. Kallas mit dem Ball zu Willian auf die rechte Seite. Der verliert den Ball gegen Davis. Jetzt nach vorne, aber das sind sofort wieder zwei Chelsea-Spieler dran. Na, es gibt zumindest einen für Swansea City. So, wir wechseln jetzt mal ganz kurz durch. Und zwar sind die Spieler genauso fix und fertig, wie ich sehe gerade. Das heißt, sie bringen David Silva für Oscar. Außerdem Ake für David Luiz. Und wen bringen wir noch? Eden Hazard für Willian und Zina auf die linke Seite. So machen wir das jetzt mal. Mal schauen, ob da vielleicht ein bisschen mehr Tempo reinkommt. Weil bis jetzt ist wirklich eine ziemlich schläfrige Partie. Also
Da haben wir schon hochklassige Fußballspiel. Der Saison gezählt die Chance und Boni. Boni mit der ersten gefährlichen Chance nach 70 Minuten für den FC Chelsea. Ja, das hat lang gedauert. Für Swansea City, das hat wirklich lang gedauert. Und jetzt gibt es hier mal einen für den FC Chelsea. So, hier sehen wir es. Peter Cech, 10 Spiele schon ohne Gegentor. Ja, Top-Torhüter in der Premier League ist er momentan Lloris. Der hat, glaube ich, 14 oder 15 Spiele ohne Gegentor. Also doch nur eine ordentliche Menge mehr als Peter Cech. So, hier die drei Wechsel. Und vielleicht geht er jetzt noch ein bisschen was. Ja, Edin Hazard ist jetzt drin. Der kann vorne auch noch gut mitwirbeln. Und Ake, der soll hinten nochmal für ein bisschen Entlastung sorgen. So, jetzt Hazard auf dem Weg. Hazard, und da bleibt er hängen. David Silva ist jetzt auch noch mit dabei für Oscar. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob hier vielleicht nur für irgendjemand was geht in Richtung Tor. So, jetzt der Ball nach vorne. Jetzt wird es gefährlich. Peter Cech kommt raus. Im letzten Moment. Das war richtig riskant hier. Aber ging gerade nochmal gut. Jetzt André Schürrle. Schürrle gegen Davis. Setzt sich durch. Klasse von André Schürrle. Ah, da wird er behakt, aber setzt sich trotzdem durch. André Schürrle. Jetzt vielleicht mit der Chance. Flanke. Schürrle. Schöne Flanke auf Eto. Und dann leckt das Spiel. Und dann kommt vielleicht auch mal die Chance irgendwie. Nee, kein Schuss. Aber Chelsea bleibt weiter bei über Maxwell. Maxwell zu Samuel Eto'o. Eto'o setzt sich da gut durch. Geht jetzt einmal quer an die Abwehr vorbei. Samuel Eto'o. Riesenchance zum 2:0 für Samuel Eto'o. 2:0. 80. Minute. Das soll es gewesen sein. Samuel Eto'o mit dem 2:0 für den FC Chelsea landen. Da kann sich die Abwehr nicht einigen, wer hingehen soll. Und deswegen geht keiner hin. Samuel Eto'o zieht einfach durch und verwandelt eiskalt zum 2:0. Andy ist die Partie entschieden, sonst hätte es zum Schluss noch richtig spannend werden können. Jetzt gibt es erstmal Freistoß für den FC Chelsea nach Foulspiel an Samuel Eto'o. Ja, wichtiges Tor, damit ist die Partie jetzt entschieden. Jetzt kommt nochmal Hazard aus der Distanz. Wollte es einfach mal probieren, aber geht deutlich am Tor vorbei. Die drei Punkte sind sicher, das ist natürlich schon mal wichtig für den FC Chelsea. In so einer Situation, der Saison. Ja, die Saison ist wirklich bald vorbei. Wird nicht mehr lange gehen. Oh, Samuel Eto'o verspringt hier mal übelst der Ball. Und Matic holt ihn sich zurück. Jetzt Matic, komm, vorne Stadic wieder. Samuel Eto'o, Ball auf Eto'o. Aber der hat nicht mehr so die Power. Ja, der ist das ganze Spiel schon viel gerannt, viel auf und ab. Deswegen hat ihn da jetzt für den Sprint die Power gefehlt. Jetzt der Guzman. Swansea will vielleicht nur einen Treffer machen. Den hätten sie sich jetzt nicht unbedingt verdient, aber es wäre auf jeden Fall nicht schlecht für die Moral. Jetzt Dyer. Dyer gegen Hazard. Hazard macht das sehr gut und klärt jetzt das schon mit dem Weinbefreiungsschlag, aber direkt auf den Kopf eines Gegners. Weil da geht es mit dem Distanzschuss und jetzt wird der Vorteil abgepfiffen. Da hat der Schiedsrichter zuerst auch Vorteil laufen lassen, jetzt wird er abgepfiffen. So, Williams geht, Chico kommt. Und es sind noch 3 Minuten zu spielen. Hoher Freistoß, aber meilenweit übers Tor drüber. Genauso wie heute das Spiel vom Swansea City. Nicht gut. Und jetzt nochmal ein schöner Ball hier zu Eden Hazard. Hazard nimmt den Ball an. Jetzt vielleicht nochmal die Chance im 3:0. Hazard zieht in die Mitte. Riesenchance jetzt für Eden Hazard. 3:0. Klasse gemacht. 90. Minute. Dann fällt auch noch das 3:0. Eden Hazard. Das 3:0 für den FC Chelsea. Die zwei Verteidiger schauen da wunderschön zu, wie er in den Strafraum läuft und eiskalt ins lange Eck das Ding reinhämmert. Eden Hazard. Endlich mal wieder das Tor zum 3:0. Eden Hazard. Klasse gemacht. Und zum Schluss passt jetzt das Ergebnis auch nur zur Leistung vom FC Chelsea. Doch relativ hoch mit 3:0. Aber es ist verdient. Chelsea hat gut gespielt in der ersten Halbzeit. Hatten sie gute Chancen ins Boni. Boni nochmal wahrscheinlich mit der größten Chance. Setzt sich da durch. Bekommt den Ball schön zugespielt. Verteidigung kommt zu spät. Aber Peter Cech hält den Ball. Und es gibt nochmal Eckball. In der letzten Minute für Swansea City. Eckball kommt auf Dante. Und da gibt es hier die Chance. Und Peter Cech darf jetzt noch richtig viel halten. Glanzparade wieder von Peter Cech. Aber Swansea will nochmal. Ne, jetzt dürfen sie nicht mehr. Das Spiel ist aus. Der FC Chelsea gewinnt souverän mit 3:0. Oscar Eto'o und Hazard die Torschützen. Die nächsten 3 Punkte sind auf dem Konto. Damit wird der Vorsprung ausgebaut auf Manchester United. Gutes Spiel.
Hier sehen wir nochmal die Tore. Oskar natürlich früher Gegentreffer. Der schmeißt meistens so die ganze Taktik vom Gegner über den Haufen. Dann hier Maxwell mit einer guten Chance. Sehen wir da noch als Samuel Eto'o mit dem Tor. Geht einfach mal ganz knallhart durch die Abwehr. Macht das Ding rein. Dann hier sehen wir das Tor in der 90. Minute. Eden Hazard zum 3:0. Und hier dann nochmal eine kleine Chance. Nee, das war sogar eine Riesenchance. Das war eine Riesenchance für Jordi Amat. Gut, hier sieht man die Statistik. Ja gut, in der zweiten Halbzeit war Swansea jetzt besser als in der ersten, aber es hat lange nicht gereicht, um hier den FC Chelsea wirklich in Gefahr zu bringen. Bester Mann war Peter Cech, der hat zum Schluss doch nur einiges zu halten bekommen. Wow, was für ein Spiel. Ich bin total fertig irgendwie. Ich weiß nicht, die Hitze, die macht mich so kaputt. Es hat wirklich 35 Grad draußen. Hier drin hat es auch 30 Grad mindestens. So, Ilkay Gündogan ist nicht ganz zufrieden. Also, der darf nächstes Mal bestimmt wieder spielen. Und zwar nächstes Mal geht es gegen Aston Villa. Dann geht es gegen Tottenham. Und dann geht es los mit den Bayern, Liverpool und dann nochmal den Bayern. Und dann geht schon der letzte Monat los. Also es ist wirklich nicht mehr lang zu spielen. Das heißt, im Idealfall, hier haben wir das Halbfinale gegen Tottenham. Da haben wir 5 Spiele, da haben wir 4 Spiele. Das heißt, wenn wir gegen die Bayern weiterkommen sollen, dann stehen wir im Champions League-Finale, da hätten wir 10 Spiele. Und wenn wir im FA Cup weiterkommen, dann haben wir 12 Spiele. Also maximal noch 12 Spiele. Maximal noch 12 Spiele. Es ist wirklich nicht mehr lang. Schauen wir kurz auf die Tabelle. Ja, jetzt sind wir wieder 8 Punkte vor Manchester United. Liverpool ist aber ganz nah dran an Man U. Also die zwei würden sich um Platz 2 nur ordentlich streiten. Und was macht der Rest so? Manchester City, oh, die hängen auch noch ganz schön zusammen. Also Tottenham, Arsenal und Manchester City hängen auch noch ziemlich zusammen auf Platz 4, 5 und 6. Unten Tabellenkeller, ja, Hull City ist schon so gut wie abgeschlagen. Der Rest hat immer noch eine Chance auf den Klassenerhalt. Gut, aber ich würde sagen, jetzt machen wir schon Schluss für den Part. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.